Ja, womit fangen wir dann jetzt am besten an? Das möchte ich selber jen wissen. Aber ich muss mich ja darauf besinnen, dass ich hier nicht reines Kölsch sprechen darf, sondern für all die Nicht-Kölner oder die, die den kölnischen Dialekt nicht beherrschen, das sogenannte Mittelhochkölsch. Das ist so eine Sprache, die vor etwa 50 Jahren sehr beliebt war von den Leuten, die nicht mehr das reine Kölsch scheuten und dann so etwas hochdeutsche Knubbeln dazwischen machten und damit etwas Besseres sein wollten. Das ist heute noch der Behelf für den richtigen Kölner, sich verständlich zu machen. Also es ist nicht meine eigentliche Natur. Ich spreche noch von Haus aus richtig Kölsch und ich werde euch auch nicht ganz damit verschonen. Ich fange am besten irgendwo einmal an. Die Witze sind nicht alle original von mir. Sie stammen von allen möglichen anonymen Leuten. Und man erfährt diese Witze so auf der Straße. Manche kann man auch bei Lützler in der Philosophie des Kölner Humors nachlesen. Ich bitte, wenn ich einige davon erzähle, das nicht als ein Plagiat aufzufassen, sondern als eine Unterstreichung ihres Wertes. Also, ein Kölner sitzt mit seinen Sprösslingen im Zug. In einem Nichtraucherabteil. Trotzdem pafft der Vater kräftig drauf los, sodass sich eine Dame zuerst bei ihm und da das nichts nützt, beim Schaffner beschwert. Der Schaffner kommt rein: Lieber Mann, jetzt hören Sie auf zu rauchen, sonst passiert hier was. Da aber antwortet der Kölner: Was sollt he schon passieren? Mein Frau war um Höfchen und hätte der Zug verpasst. Der Göbes hätte sich Mütz verloren. Et Trina hätt sie et Himbeerwasser über sie wie es Gletsche geschutt. Et Bittersche hätt ja den de Butz gemacht. Et Rosa hätt de Billette verloren. Wir sitzen alle im falschen Zug und ich hab kein Geld in der Tisch. Was soll mir dann da noch passieren? Das ist also schon mal eine typische Geschichte für die Geruhsamkeit des Kölners, der sich einfach nicht aufregen will und der sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ein anderes Beispiel. Der Dünnes ist am Ertrinken. Der Schäl hat ihm einen Rettungsring zugeworfen. Der Dünnes hält sich dran fest und der Schäl zieht. Auf einmal fängt der Dünnes im Wasser an zu lachen. Seht der Schäl, du bist am Versuffen und fängst doch an zu lachen. Darauf seht der Dünnes, wenn ich jetzt loslasse, dann fällst du, ob Dinge hingerstehen. Und da habe ich Rat mir dafür gestellt und da muss ich doch lachen. Oder der Dünnes geht am Rhein vorbei und hört, wie einer ruft: Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Sagt der Dünnes: Du Jäger, ich kann auch nicht schwimmen, deshalb brüll ich doch nicht so. Diese Gemütsruhe hat für Nicht-Kölner manchmal etwas Aufreizendes an sich. Ich möchte darin aber eher eine Annäherung an die christliche Tugend der sogenannten Äquanimitas, den christlichen Gleichmut, erblicken, der dem humorlosen Menschen nur allzu oft fehlt. Der Kölner regt sich nur mit Maß auf. Meist reagiert er sich mit einer humorvollen Bemerkung ab. Wenn sich die kölsche Schlagfertigkeit doch oft in schnellen, witzigen Antworten Luft macht, so sind doch eigentlich typisch für den Kölner Humor die mehr oder weniger wortreichen Verzelscher oder Krätzcher. Auch darin kommt eine gewisse Geruhsamkeit zum Ausdruck, die sich nicht hetzen lässt. Gleichmut und Geruhsamkeit geben dem Kölner die Fähigkeit, auch selbst den schlimmsten Situationen noch eine lustige Seite abzugewinnen. Besonders im letzten Krieg. Wenn es einmal ganz dreckig kam, dann konnte man immer Beispiele dafür erleben, wie der Kölner mit all dem Leid fertig zu werden versuchte. In seinen Äußerungen steckte außer Ironie und Hohn auf die Zustände auch viel tröstliche Gelassenheit. Dafür habe ich selbst einige Beispiele erlebt, als ich von Ende 43 bis zum Herbst 44 in Köln als Studentenseelsorger tätig war. Eines Tages kam ich am alten Opernhaus vorüber, das gerade durch eine Bombe einen ziemlichen Schaden abbekommen hatte. Davor nun ein großes Transparent: Das Theater geht weiter. Typisch Kölsch. Oder in einem völlig zerbombten Viertel
treffe ich auf der Straße ein paar Leute, die dabei sind, sich mit etwas Trümmerholz einen Kessel Kartoffeln zu kochen. Im Vorbeigehen ruft mir ein Mann zu: "Nee, tepperst du, jetzt hammert. Besucht Köln die schöne Hansestadt." Oder ein Kaufhaus, völlig ausgebrannt. Darüber ein Schild: "Das Geschäft ist durchgehend geöffnet." An einer anderen Brandruine das Plakat: "Noch Zimmer für den Rosenmontagszug zu vermieten. Der Fußboden ist mitzubringen." Mitten im Krieg, im schlimmsten Elend. Peter Loster Motnitzing, et het noch immer Jotjange, das sind typisch kölsche Sprüche. Hierhin gehört auch das Bedürfnis des Kölners, anderen, die mutlos oder enttäuscht sind, ein Trostwort zu sagen. "Ach, nun ja, et ist doch nicht so schlimm." Ein Beispiel hierfür. Der Tünnes war in Afrika gewesen und trifft nachher den Schell. Sagt der Schell: "Du warst in Afrika? Sind er dann auch auf der Löwenjacht gewesen?" "Ja, da hat er dann sicher auch ein paar kaputt geschossen." "Nee." "Wie? Er war doch sicher eine." "Nee, auch nicht eine." Da wird der Schell ganz traurig. "Nun ja", sagt der Tünnes, "nicht so ernst nehmen. Für eine Löw ist keine Oralt viel." Auf dumme Fragen oder Bemerkungen reagiert man nicht schroff abweisend, sondern mit einer schlagfertigen Antwort, die den anderen dann dumm dastehen lässt. Drei Ringroller, das waren früher Gelegenheitsarbeiter am Rhein, die da auf Arbeit warteten. Ein Herr, den dieser Müßiggang ärgert, fragt: "Was tun Sie denn hier so?" Sagt der eine: "Ich tun nix." "Und Sie?" "Ich lure zu." Und der dritte: "Ich helfe meine Kollegen." Einer fragt der andere: "Warum hast du den Hängen dann in der Tasche?" "Ach, sagt er, damit ich sie direkt kann, wenn ich sie brauche." Der Dünnes stand einmal vor Gericht und fühlt sich durch die Fragerei des Richters für dumm verkauft. "Wie heißen Sie?" "Dünnes." "Das heißt Anton." "Ihr Familienname?" "Schmitz." "Geboren?" "Jawohl." "Richter, machen Sie doch keinen Quatsch. Ich meine wann?" "Nun ja", sagt der Dünnes, "dann und dann." "Verheiratet?" "Ja." "Mit wem?" "Mit meiner Frau." Der Richter wütend: "Herr Schmitz, nun hören Sie auf, als ob man mit was anders als mit seiner Frau verheiratet sein könnte." Da sagt der Dünnes: "Herr Richter, sagen Sie das nicht. Ich habe eine Schwester, die ist mit einem Mann verheiratet." Der Dünnes wieder vor Gericht. Der Richter: "Sie haben verbotenerweise geangelt. Haben Sie das bona fide getan?" Der Dünnes steht, als ob er das nicht verstüllt, und sagt: "Nee, mit einem Wurm." "Nein, ich meine im guten Glauben." "Ja", sagt er, "im römisch-katholisch." Da sind wir nun bei dem religiösen Hintergrund des Kölner Humors angelangt. Auch hier nimmt der Nicht-Kölner oft Anstoß an einer gewissen Ehrfurchtslosigkeit des Kölners dem Religiösen gegenüber. Nichts sei ihm heilig, niemanden verschone er mit seinen Witzen, nicht einmal den lieben Gott, geschweige denn seine irdischen Vertreter vom Papst bis zum Herrn Pastor. Ich halte diese Sicht für falsch und kann darin nur eine Folge der tiefen Verwurzelung des Kölners in der überkommenen Religion erblicken. Das heißt nicht, dass er ein besonders guter Christ sei, regelmäßig in die Kirche gehe oder immer brav nach der christlichen Moral lebe. Im Gegenteil, weil der Kölner geneigt ist, nicht so ganz ernst zu nehmen, bleibt er nicht dabei, das bei sich selbst anzuwenden. Er erliegt auch immer leicht der Versuchung, anderes nicht ganz ernst zu nehmen, dabei dann auch den ganzen Bereich der Religion. Das aber bedeutet nicht eher Furchtlosigkeit, sondern eher eine verliebte Vertraulichkeit, die vielleicht schon einmal etwas weit geht, aber niemals böse gemeint ist. Dünnes kommt zum Beispiel, um mit diesem Bereich einmal zu beginnen, in eine Buchhandlung. "Fräulein, ich hätte jene Buch für eine Kranke."
Sag das, Fräulein, dann soll es doch sicher was Religiöses sein. Nee, Settertünnes ist nicht nötig. Er ist schon auf dem Wege der Besserung. Oder? Settertünnes, seht zum Schäl. Wie ist das eigentlich? Warum müssen wir all die Kirchensteuer bezahlen? Ich habe doch gehört, dass alles umsonst wird. Die Messe und die Sakramente gratis. Warum also die Kirchensteuer? Darauf sagt der Schell, du hast recht, das ist auch all gratis. Aber du musst eins bedenken, der Zwischenhandel, der Zwischenhandel, der wird die Unkosten. Dünnes Fräusch, der Schell, was habe ich von dir gehört? Du bist aus der Kirche ausgetrottet. Ja, sagt der Schell, darauf der Dünnes, das verstand ich aber nicht. Hast du dann nicht gegen der Herrgott? Nee, sagt er. Hast du dann nicht gegen der Mutter Jodes? Nee, habe ich auch nichts. Hast du dann gegen der heilige Josef jetzt? Auch nichts. Ja, warum trittst du dann aus der Kirche aus? Ja, sagt der Scherer, mit den anderen habe ich alles nichts. Aber das Bodenpersonal, das gefällt mir. Im Allgemeinen lässt sich der Kölner nicht leicht in seinem Glauben erschüttern. Bei auftretenden Schwierigkeiten findet er meist eine ihm befriedigende Lösung. Vor kurzem wurde im Dom der großartig restaurierte Dreikönigsschrein zur Besichtigung ausgestellt. Tausende Menschen machten von der Möglichkeit Gebrauch, sich das Kunstwerk einmal ganz aus der Nähe anzuschauen. Darunter auch Tünnes und Scheel. Dabei entwickelt sich folgendes Gespräch. Scheel, sagt Tünnes, stimmt das eigentlich, dass da in dem Schrein die Reliquien von der Heilige Dreikönige sind? Ja, sagt der Tünnes, warum sollen die da nicht drin sind? Ja, sagt der Schell, ich han aber gehört, in dem Schrein wären nur drei Kinderköpfe. Da sagt der Tünnes, das meint doch ja nichts, das sind eben die Köpfe der drei Könige, als die noch klein waren. Der Pastor spielt im Humor des Kölners eine große Rolle. Dafür aus einer Fülle von Material nur einige Beispiele. Ein kleiner Junge soll von seinem Vater darüber aufgeklärt werden, dass er bald ein Schwesterchen oder ein Brüderchen bekommt. Der Vater sagt, darum ist die Mutter jetzt etwas dicker als sonst. Ah, so, sagt der Junge. Jetzt weiß ich auch, weshalb unsere Pastore so dick ist. Der hat nämlich gesagt, in der nächsten Woche kriegt man eine neue Kaplon. Bekannt ist ja auch die Geschichte, man könnte sie schon bei allzu bekannt weglassen, aber vielleicht kennt sie der ein oder andere doch nicht, wie die zwei Kinder einen Groschen gefunden haben und sich jetzt darum streiten, wem er gehören soll. Ich habe uns jetzt gesinnen. Nee, mir, ich habe uns jetzt abgehoben. Der Streit geht hin und her, schließlich kommen sie überein, der soll ihn haben, wer am besten lügen kann. Da kommt der Pastor vorbei, hört das und sagt, nein, liebe Kinder, sowas Unmoralisches. Wer am besten lügen kann, soll den Groschen kriegen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gelogen. Darauf seht ihr, Junge, hier auf dem Pastor der Groschen. Zwei Jungen haben für den Pastor was besorgt. Der eine bringt es dem Pastor hinein und als er wieder herauskommt, fragt ihn der andere, hast du kein Trinkgeld gekriegt? Doch, seht ihr, und macht einen Segensgestus. Kannst du wesseln? Ein Pastor fährt im Zug und bietet Brevier. Gegenüber sitzt eine Frau mit einem kleinen Kind. Alle Augenblicke muss die Frau mit dem Kind heraus. Schließlich fällt das dem Pastor auf und er sagt, sagen Sie mal, ist das Kind krank? Nein, sagt die Frau, das Kind ist nicht krank. Aber wenn Sie beim Brevierbeten dauernd pss, pss, pss machen, ist das doch kein Wunder, dass das Kind so oft muss. Der Pastor fährt mit einem unbeleuchteten Fahrrad und wird vom Polizisten angehalten. Das hier ein Protokoll. Der Pastor wendet ein, aber ich habe doch den lieben Gott dabei. Warte, zwei Personen auf einem Fahrrad, das kostet doppelte Protokoll. Der Dünnes fragt einen Schutzmann, sag ins, wie groß ist eigentlich eine Pinguin? Eine Pinguin? Erwidert der Schutzmann und zeigt so etwa einen halben Meter an.
Nicht größer, fragt der Dünnes. Der Schutzmann gibt noch etwas zu. Der Dünnes ist tief betroffen. Wirklich nicht größer? Dann haben wir tatsächlich noch eine Schwester über den Hof gefahren. Ähnlichkeit damit hat jenes andere Verzählchen, dass Dünnes und Scheel einmal durch eine Privataudienz beim Heiligen Vater ausgezeichnet wurden, der sich leutselig mit ihnen unterhält und dabei fragt, wie sie denn nach Rom gekommen seien. Mit dem VW, antworten die beiden. So, so, sagt der Papst. Dann seid ihr sicher auch über den St. Gotthard gefahren. Doch kriegt der Dünnes eine Schreck und seht, ja, Heilige Vater, wir haben ja eine kaputt gefahren. Aber das hat eine Heilige Wort, das haben wir nicht gewusst. Aus eigener Anschauung weiß ich, dass unser alter Kardinal Frings in seiner Wohnung einen Papagei hatte. Eine köstliche Anekdote will wissen, dass er diesen Papagei während des Konzils dem Papst Johannes dem 23. als Geschenk überreicht habe. Dem einigermaßen überraschten Papst sagt er, ja, das ist ein sehr kluger Papagei, der kann sprechen, da werden Sie viel Freude dran haben. Wenn Sie morgen hereinkommen, werde Sie begrüßen. Ja, aber, versucht der Papst einzuwenden, ja, aber der Kardinal lässt sich nicht unterbrechen, das müssen Sie selbst ausprobieren. Ziehen Sie einmal alles an, was Sie haben, Tiara und so weiter, und kommen Sie morgens herein. Der Papst tat das und als der Papagei ihn sieht, ruft er laut, Alaf! Nun ein anderer Bereich. Im Himmel war gewählt worden. Alles war glatt gegangen. Aber, oh Schreck, eine kommunistische Stimme. Der Petrus kriegt einen Wutanfall. Das ist ja unerhört. Bei aller Geheimhaltung, das müssen wir herauskriegen. Schließlich stellt sich heraus, dass der heilige Josef der Schuldige war. Der aber tut ganz unschuldig. Ich hatte immer gemeint, das wäre eine Partei für die Arbeiter und so. Der Petrus, wenn du dich auch noch so dumm stellst, einfach raus aus dem Himmel, he. Da sagt der heilige Josef, gut, wenn es dann Sinn muss, ever, dann nehme ich meine Frau und auch das Kind mit. Und dann könnt ihr sehen, wie ihr hier demnächst Weihnachten feiern könnt. Vor einigen Jahren mimte ein junger Mann jemanden, der beim Pastor angenannt die Missio-Prüfung machen musste. Da fragt er mich in der Prüfung, was ist eigentlich das Generalvikariat? Und da habe ich geantwortet, das Generalvikariat ist eine Kreislaufstörung am Corpus Christi Mysticum. Da war der ja nicht mit einverstanden. Dann hat er auch noch gefragt, was sind denn die Prälaten? Da habe ich gesagt, das sind die Krampfadern am Corpus Christi Mysticum. Seht ihr, warum denn die Krampfadern? Da habe ich gesagt, erstens sind sie violett. Zweitens treten sie ungebührlich hervor und drittens sind sie überflüssig. Und dabei komme ich dann zu zwei vielen schon bekannten Luchtverzählchen. Dünnes und Scheel hatten eine Wallfahrt nach Lucht gemacht und wollten bei der Rückkehr eine Flasche Cognac unverzollt über die Grenze schmuggeln. An der Grenze der Zöllner, haben sie was zu verzollen? Nee. Aber der Zöllner gibt sich damit nicht zufrieden und findet tatsächlich die gut versteckte Flasche. Und was ist hier in der Flasche? Der Dünnes, ungerührt, mit dem ihm angeborenen dummen Gesicht, das ist Luchtwasser. Der Zöllner lässt sich aber nicht darauf ein, er öffnet die Flasche und riecht daran. Ich will Ihnen mal was sagen von wegen Luchtwasser. Das ist Cognac. Süßes Ätherschell für der Dünnes, schon wieder ein Wunder. Ein Pastor in der Nähe von Köln wird von einem jungen Ehepaar um Rat gefragt. Sie seien nun schon ein Jahr verheiratet und hätten noch kein Kind in Aussicht. Was man da wohl tun könnte? Sagt der Pastor, ja, am besten fahren Sie mal nach Lucht und stellen da eine Kerze auf und sagen ihr Anliegen der Mutter Gottes. Und das haben die Leute denn auch getan. Kurz darauf wurde der Pastor versetzt und erst nach 10 Jahren kam er einmal wieder in die alte Pfarrei. Er denkt, da musst du doch auch mal das Ehepaar besuchen. Er schellt und ein kleiner Junge macht ihm auf.
Gehörst du hierhin? Ja. Wie alt bist du dann? 9 Jahre. Aha, sagt der Pastor. Gut. Hast du denn auch noch Geschwister? Ja, noch 7. Du Leverjott, denkt der Pastor. Sind denn deine Eltern nicht zu Hause? Nein, sagt das Kind, die sind nach Lucht gefahren. Die müssen da eine Kerze ausblasen. Ein Pastor in Köln müsste eigentlich die Kreuzwegandacht halten. Aber da er noch einen Besuch bei einer goldenen Hochzeit machen muss, denkt er, das Fürbitte kann auch der Küster machen. Deshalb sagt er zum Küster, fang du schon ins an, bis zum End bin ich wieder dabei. Auf der goldenen Hochzeit gefällt es ihm so gut, dass er die Andacht beinahe vergessen hätte. Aber auf einmal fällt es ihm siedend heiß ein, die Andacht. Er rast zur Kirche und sieht noch Licht. Gott sei Dank, das hätte noch uns geklappt. Wie er nun in die Kirche kommt, hört er zu seinem Erstaunen, wie der Küster betet. 34. Station. Veronika heiratet Simon von Cyrene. Die übrigen Stationen, die müsst ihr raten. In Köln sind auch die Kinder von einer entzückenden natürlichen Unbefangenheit und Schlagfertigkeit, auch geistlichen gegenüber. Ein Junge kommt nach Hause und wird von seiner Mutter gefragt, wie hätte er dann die von Leichnamsprozession gefallen? Och, Jans Jod, sagte er, nur haben sie kein Kamelle geschmissen. Dieses Umschalten von Prozession auf Karnevalszug, wer käme sonst darauf? Ein kleiner Junge ist auf der Straße intensiv damit beschäftigt, aus dem soeben erstandenen Platz die Rosinen herauszubitteln. Was ein Platz ist das? Ein Platz, das ist ein Weg oder wie nennt man das? Ein Platz, sagt man in Köln. Rosinenplatz, nicht? In Köln ist das einfach ein Platz. Da kommt der evangelische Pastor vorbei und sagt, aber liebes Kind, so etwas tut man doch nicht. Aus einem Korinthen weg die Korinthen herauspicken. Seht der Junge, erstens ist das keine Korinthe weg, sondern ein Rosingeplatz. Und zweitens soll ich eine ohne Rosinge bringen. Und drittens bin ich katholisch und viertens jede Stadt ja nichts ahnen. Wie dieser ist auch der folgende Witz schon alt, aber eben doch charakteristisch für die 8 Kölner Kinder. Ein paar kommen aus der Kirche vom Beichten. Draußen sind alle guten Vorsätze wieder vergessen und einer will gerade über den anderen herfallen. Im letzten Augenblick hält er ein und sagt, Fritz, mir ist ja glücklicherweise eingefallen, ich bin gerade im Stand der Gnade, aber ich komme noch ins wieder raus. Mit Recht hat man gesagt, dass beim Kölner eigentlich nur eine kirchliche Zeremonie einen Anspruch auf feierlichen Ernst habe. Davon lässt man sich gern ergreifen. Das ist ein Gefühl wie Weihnachten, sagt man in Köln manchmal. Aber damit darf man auch nicht zu weit gehen. Sonst wird die aufsteigende Rührung oder Ergriffenheit, man möchte meinen, fast instinktiv durch eine plötzliche, witzige Bemerkung entschärft. Feierliche Momente sind für den Kölner nur schwer zu ertragen. Bevor eine bestimmte Reizschwelle erreicht ist, wird kurz vorher möglichst noch umgeschaltet. 2 Beispiele, die ich selbst erlebt habe. In St. Gerion, der Kirche, in der ich Primiz gefeiert habe, war eine feierliche Hochzeit aus einer besseren Familie. Vor der Kirche, da viel Volk aus dem Fädel, Frauen mit ihren Bands, bildeten ein enges Spalier. Für das Brautpaar und die Gäste war es das reinste Spießrutenlaufen. Alles schien fasziniert von der Kleiderpracht und war tief ergriffen, aber doch ein bisschen zu tief. Denn als der Bräutigam mit den Brautjungfern vorbeikam, hörte ich, wie einer hinter mir sagte, Lorenz, da bringen sie'n. Als ob der in ein Zuchthaus abgeführt würde. Dabei hat aber keiner gelacht. Eine unbeschreibliche Komik, aber anscheinend nur für mich. Das andere Beispiel stammt aus meiner römischen Zeit. Ich war in den 30er Jahren zu weiteren Studien für 2 Jahre in Rom und musste dort häufig Pilgerführer spielen.
Besonders gern hatte ich dann Gruppen aus Köln, weil es dabei immer viel zu lachen gab. Eines Tages standen wir in dem Baptisterium am Lateran. Darin gibt es zwei wunderbare Bronzetüren, die beim Aufschieben einen herrlichen Glockenton von sich geben. Wir hatten es noch nicht ausprobiert, als ein italienischer Kustode die Führung an sich riss und wahrscheinlich auf ein tüchtiges Trinkgeld ausgehend uns auf das Erlebnis gebührend vorbereiten wollte. Sie werden gleich erleben, il più grande miracolo del mondo, das größte Wunder der Welt. Wenn ich die Türen aufschiebe, werden alle Glocken von St. Peter vor Neid erblassen und so weiter und so weiter. Meine Männer standen tief beeindruckt da. Aber als er dann die Türen wirklich aufdrückte und tatsächlich, wumm, ein tiefer Glockenton hörbar wurde, da war bei einem der Männer jene bewusste Reizschwelle erreicht, über die hinaus er sich nicht rühren lassen wollte. Ich hörte, wie er hinter mir seinem Nachbar zuflüsterte, der Jeck, eine Droppe Öl und der Schwindel hört ob. Anders reagierte einmal der Schäl, als er ob Malorte, das ist der große Kölner Friedhof an der Aachener Straße, noch einmal das Grab seiner eben verstorbenen Frau besuchte. Er steht für dem Grab und fängt an zu jämmere. Ach nee, Stina, datte mir ärmen Dövel dat angedonnen hess, mich so ganz allein zu lassen, wenn ich dich doch ins Widerhand künd. Und wie dat gerade so schön am Küme war, süte, wie sich ob dem Grab unter der Grenz jetzt bewegt, ob er den Mus oder ne Maulwurf war, ich weiß es nicht, da kräht der Schäl in der Schrecke und rief ganz laut, Everstina, du wirst doch wohl noch Spaß vertragen können.